Bei dem schweren Schneesturm in der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Siedlungen seien ohne Strom, hieß es am Montagabend. Hunderte von Autos und Lastwagen seien in metertiefen Schneeverwehungen stecken geblieben, teilte die Regierung über soziale Netzwerke mit. Auf der von Russland kontrollierten Krim waren nach offiziellen Angaben am Montag fast 500.000 Menschen ohne Strom. Die Behörden riefen den Notstand aus. In der Region Kiew waren laut ukrainischen Behörden am Abend weiter 15.000 Häuser ohne Strom. Die Zahl der Verletzten wurde mit rund 20 angegeben. Schulen und Fernstraßen waren geschlossen. Auf den Straßen der ukrainischen Hauptstadt sorgten sich Bürger vor allem um die Soldaten an der Front. Für sie selbst sei die Kälte normales Wetter, sagt diese Frau in Kiew. Wichtiger ist es, die Jungs in den Schützengräben warm zu halten. Wir werden es hier überleben. Ich fange an zu weinen, wenn ich an die Soldaten denke. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie es dort ist. Das sind sehr schwere Gedanken. Unterdessen wächst die Befürchtung, dass Moskau in diesem Winter wieder das ukrainische Stromnetz angreifen könnte. Nach Angaben Kiews hat Russland in den letzten Wochen 60 Mal die Infrastruktur attackiert.